Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, heute haben wir Freitag, den 13. Ne? Viele haben ja immer Angst, dass das ein Pechtag ist. Ne? Die 13 steht für Neuanfänge. Jo, gucken wir mal, wie der Tag so ist. Ne? Wir machen das wie Pippi Langstrumpf. Ne? 2 mal 2 macht 6, witte, 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 und 3 macht 9. Ne? Ich mach mir die Welt, witte, witte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, Schalari, Schalara, Schalahupsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, ich mach, was mir gefällt. Ja, habe ich früher übrigens immer gerne gelesen. Pippi Langstrumpf, die hatte ein eigenes Haus, die hatte ein Pferd, die hatte ein Äffchen, die hatte genug Geld. Die konnte machen, was sie wollte und war stark. Ne? Ja, ich hatte da auch Bücher von der. Ich habe mich da durchgelesen. Hoch und runter. So, wir holen für den heutigen Tag die Sanssouci 2 Cards von der Nadine Breitenstein. Die am Arsch vorbei geht auch ein B-Karten von der Alexandra Reimbart. Ne? Und dann holen wir die Tarot-Lenormand, ne, von der Angelina Schulze. Gucken wir mal, was uns heute so erwartet. Heute haben die ja schon wieder warm gemeldet. Vorgestern war es 25 Grad. Ne? Da hat man sich kaputt geschwitzt. Die Wespen haben durchgedreht. Gestern war es nur 17 Grad. Da haben wir gefroren. Und heute soll es wieder 26 Grad werden. Also irgendetwas stimmt mit unserer Erde nicht. Ne? Im Namen Gottes. So, wir gucken mal, wie unser heutiger Tag wird, ob das ein glücklicher Tag wird oder ein Pechtag wird. Ja, vorsichtshalber habe ich uns mal das chinesische Glücksarmband hingelegt, ne? So, im Namen Gottes. Um was geht es denn heute? Jo, hier gibt ja jemand für alles die Schuld, wie er sich verhält, ne? Das machen die ja das ganze Jahr, nicht nur Freitag am 13., ne? Die wollen keine Verantwortung übernehmen. Die hast alles du auf den Schultern, ne? Ja, das lässt du los, ne? Ja, das ganze Chaos, ne? Ja, befreist dich. 5 Tage, 5 Wochen, 5 Monate ist die Zeitaussage, ne? Hier kommst zu einer Befreiung, ne? Aber wir fangen ja heute für Freitag den 13., ne? Kann sein, dass es sich hier um toxische Leute dreht, dass du etwas Negatives loslässt. Ah ja, hier haben wir ihn. Passend zu Freitag des 13. Satan, ne? Ja, also hier geht es um toxische Leute. Eine toxische Beziehung, jemand, der wo dich gefesselt hat, umschlungen hat, ja, sich als Freund dargestellt hat, in Wirklichkeit ein Feind ist. Guck mal, wie eklig der da aussieht, ne? So, hier geht es auch um Verlockungen, um Verrat, Abhängigkeiten, jemand, der wo sehr maßlos ist, vielleicht süchtenfreund, ne? Ja, genau. Dieser jemand wird losgelassen, von diesem jemand wird sich befreit, ne? So, im Namen Gottes. Das sind immer toxische Leute, ne? Deutet auf ein toxisches Umfeld hin und jemand, der wo es definitiv nicht gut mit dir meint, ne? Vielleicht weißt du ja schon, wer das ist. Im Namen Gottes. Oh, Magie, passend zu Freitag, dem 13., ne? Ja, das kann sein, dass du esoterisch begabt bist, medial Begabung hast, gute Fähigkeiten, ne? Guckst in die Kugel oder legst dir selbst die Karten und guckst mal, wie wird mein Leben, wie komme ich von diesem Teufel da weg, ne? Finger weg von schwarzer Magie, ne? Ja. Ja, durch diese Leute entsteht sehr viel Stress, ne? Das kann sein, dass du unter extremem Stress leidest. Viel Aufregung, Chaos, überfordert bist, ne? Dann wirst du unter Druck gesetzt, ne? Ja, genau. Auch alles durch diese Teufelsleute, ne? Ja. Ich sag immer, Narzissten, Psychopathen und Soziopathen, die haben ihre Seele an Satan verkauft, wenn sie überhaupt eine haben, ne? Ja. Oh, hier sind mehrere rausgefallen. Die holen wir mal. Ja, hier kommt dir ein Freund zur Hilfe, ne? Ja, jemand, der wo dir treu und loyal ergeben ist, ne? Ja, genau, ein Freund.
Es kann aber auch sein, dass hier ein Freund eine Rolle spielt, der wurde schon sehr lange begleitet, ne? Dass da aus Freundschaft Liebe wird. Ne? Ja, dass du willst natürlich weg von Satan, ne? Ist ja klar. Da guckst du an die Karten, wann gelingt mir das? Ne? Ja, bist sehr unter Stress. Da kriegst du Hilfe und Unterstützung. Ne? Ja, hier geht es darum, dass du ein festes Fundament findest. Hier habe ich den Herbst. Ne? Das könnte im Herbst der Fall sein. Ne? Ja, deinen Platz im Leben findest, dass du dich angekommen fühlst, zu Hause fühlst. Ne? Ja. Das kann eine Wohnung sein, das kann bei einem Menschen sein oder kann auch beides sein. Ne? Darum geht's heute. Ne? Du bist überall geschützt von der geistigen Welt. Ne? Du wirst geführt, beschützt. Die göttliche Fügung soll jetzt auch greifen. Ne? Ja, genau. Also die möchten haben, dass du deinen Platz im Leben findest. Ne? Ja, in Gedanken bist du auch so, planst du. Ne? Ja, wie komme ich vom Teufel weg? Wie komme ich in das Leben? Finde treue Weggefährten, ne? Ja, folgst überall deiner Intuition, ne? Ja, weil du möchtest raus aus diesem Spinnennetz, ne? Also der Teufel wird auch mit der schwarzen Witwe in Verbindung gebracht. Ja, Spinnen sind ja falsch, ne? Gestern habe ich Elementary geguckt, da ging es auch um Spinnen, Kannibalenspinnen, die haben sich gegenseitig aufgefressen. Bäh, ne? Ja, ich mag solche Viecher ja nicht, ne? Ja, auf jeden Fall, schwarze Witwen, die versprechen dir ja, oder schwarze Witwe, ich rede ja immer aus der Sicht einer Frau, Männer bitte rumdrehen, ne? Die versprechen dir den Himmel auf Erden, verlocken dich, umgarnen dich, und wenn du ins Netz gehst, wickeln sie dich ein, ne? Fesseln dich, beißen dich und vergiften dich und ziehen dir die ganze Energie ab, ne? Falsche Leute, ne? Es kann sein, dass dir irgendeine falsche Person eine Falle stellt, dich betrügt, unehrlich ist und dich dann davon macht. Ne? Ja. Ja, es geht darum, dass du in den Neuanfang gehst. Ne? Wo es in kleinen Schritten vorwärts geht. Ne? Ja, also du kommst da raus mit Hilfe und Unterstützung, weil du deinen Platz im Leben finden sollst. Ne? Der ist ja nicht bei dem Teufel. Ne? Da fällt mir immer das Märchen ein. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der ging. Auf jeden Fall wollten die ihm diese Zauberhaare da klauen. Ne? Ja. Im Namen Gottes. Noch eine Karte aus diesem Deck. Ja, hier hast du es mit jemandem zu tun, der über dich herrscht. Ne? Ja, vielleicht legst du aber auch selbst mal so eine Autorität in dem Neuanfang an den Tag. Oder kriegst mit so einer Person zu tun. Ne? Ja, jemand, der wo Macht hat, dominiert. Arzt, Anwalt, Makler, Chef. Vielleicht bist du aber auch dein eigener Chef. Ne? Kommst auch wieder in deine Kraft. Vielleicht bist du Sternzeichen Löwe. Und dann legst du den Mut des Löwen an den Tag. Ne? So. Holen wir mal die nächste Karte. Freitag, der 13. Naja. Ja, man kann ja nichts schaden, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Ne? Ja. Im Namen Gottes. Was ist denn heute noch so wichtig? Ne? Ja, du erhältst ein wertvolles Geschenk heute, ne? Vielleicht aber auch später, ne? Hier habe ich die herrlichen drei Könige. Kriegst Erleuchtung, kommst zu einer Erkenntnis, machst dich auf den Weg in etwas Neues, ne? Ja. Ja. In kleinen Schritten, ne? Gehst du wie Alice im Wunderland, ne? Für große Ziele ist heute scheinbar der falsche Zeitpunkt, ja, Freitag der 13. Hier steckt auch noch was in den Kinderschuhen, in der Entwicklung. Ne? Der Bauch ist ja auch noch dick und ist noch nicht völlig ausgereift. Ne? Ja. Du kriegst aber den Rücken gestärkt über Freunde. Ne? Ja. Musst Geduld haben. Hier läuft etwas anders als geplant. Im Namen Gottes. Das haben wir ja immer so. Ne? Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ne? Jo, du bist aber neugierig, ne? Du guckst schon so in das Schlüsselloch. Bist auf der richtigen Spur, ne? Hast die richtige Intuition bei einer Person oder bei einer Sache, ne? Ja, du wirst was gänzlich Neues für dich entdecken und findest die Lösung für deine Probleme. Weg von dem Teufel, ne? Ja? In deine Freiheit, weil Teufel, der fesselt dich ja auch, ne? Ja? Da fühlst du dich berauscht, ne?
Da kannst du wieder genießen, bist auf der Sonnenseite des Lebens. Hier könnte ein glückliches Ereignis kommen, ne? Ja, vielleicht riechst du auch, kümmerst du dich heute um schöne Düfte, ne? Also ich verbrenne jeden Tag Lorbeerblätter, ne? Das ist gut für die Gesundheit. Oh, heute wird Böses bekämpft und hat keine Chance mehr, ne? Ja, du kriegst Hilfe in einer heiklen Situation, wo ja auch meistens nur durch toxische Leute entstehen, ne? Also der Teufel steht für toxische Leute, ne? Vielleicht holst du aber auch für jemanden die Kohlen aus dem Feuer. Hier kommt ein schnelles Ereignis. Ich denke, hier wird Böses bekämpft. Ja, du erfreust dich großer Beliebtheit. Guck mal, dir fliegen die Herzen nur so zu, ne? Vielleicht hast du mehrere Verehrer. Weißt das gar nicht, ne? Die Qual der Wahl, ja? Hier will dich jemand im Sturm erobern. Es könnte sein, dass dich heute die Liebe auf den ersten Blick trifft. Ne? Ja? Genau. Hört sich ja schon mal gut an. Im Namen Gottes. Ne? Heute fängt ein neues Leben an. Deine Liebe, die ist schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Jo, du hast es hier mit jemandem zu tun, Prinzessin auf der Erbse. Dieser jemand ziert dich, ist pingelig, verwöhnt, setzt dich in der Öffentlichkeit überall in Szene, fällt auf, ist zu so übertrieben wählerisch. Das sind ja auch immer diese Narzissten, ne? Die wollen das Beste vom Besten, ne? Aber da kommt meistens nichts, ne? Ja, die kriegen ihre Bestrafung. Krampus, oh, der sieht eklig aus, auch wie Satan. Ne? Vielleicht kriegst du heute einen Schreck. Ne? Durch diese Leute verblühst du regelrecht, ne? Fühlst dich leblos. Ne? Aber die kriegen ihre Bestrafung. Ne? Karma. Ja. Im Namen Gottes krieg ich schon wieder schlecht Luft. Ihr glaubt's nicht, aber ich habe schon jahrzehntelang die Kippe. Alles durch toxisches Umfeld. Ja, du bist der Reim, ne? Wie das Einhorn, ne? Einhörner, die lassen ja nur die reinsten Wesen an dich ran, ne? Unschuldig, du dienst, du bist demütig, ne? Du hinterfragst aber mittlerweile den Zweck einer Handlung, ne? Ja. Ja, besonders die von dir Böse, ne? Du machst eine Zufallsbegegnung, ne? Durch ein Tier, vielleicht gehst du mit dem Hund quasi oder gehst zum Tierarzt, ne? Ja, oder schaffst dir ein Tier an, da gehst du mehr raus, gehst unter Leute, bekämpfst mal deine Sozialphobie, baust dir einen neuen Freundeskreis auf, ne? Was ist denn noch wichtig heute? Ja, Teufel, wir kriegen es hier auch mit Leuten zu tun, die wo größenwahnsinnig sind, wie in der Bibel, Turmbau zu Babel, ne? Hochmütig, übermütig, ne? Ja, mit denen kannst du ja nicht reden, das kannst du vergessen, ne? Da kannst du genauso gut mit der Wand reden, da kriegst du auch keine Antwort, ne? Ja, mit diesen Leuten bist du nicht auf einer Augenhöhe oder die mit dir nicht, nur auf einer Wellenlänge. Aber denen ihre Projekte, die wohl nicht gut gemeint sind, werden vorzeitig beendet, ne? So, holen wir mal die nächste Karte. Im Namen Gottes. Was ist denn heute noch wichtig für Seelenkollektiv am Freitag, dem 13.? Ja. Ja, es gibt Tage, da schwirren einem viele Gedanken durch den Kopf, dass man das Gefühl hat, er müsste explodieren, ne? Wie bei einem Computer, der sich aufgehängt hat, ne? Wenn zu viele unterschiedliche Prozesse gleichzeitig laufen, funktioniert am Ende gar nichts mehr, ne? Also überleg dir für solche Tage ein Ruheritual, ne? Wo du deinen Kopf mal komplett ausschalten kannst. Sei es etwas Besonderes zu kochen, deine Balkonpflanze zu pflegen oder ein Bild zu malen, ne? Guck, dass der Fokus auf deinen Händen dann liegt, ne? Ja. Und denk auch daran, du musst nicht immer brav und lieb sein. Du bist schon erwachsen und kannst dir dein eigenes Eis selbst kaufen. Gerade diese toxischen Leute, die wollen dir ja alles vorschreiben, ne? Ja. Wie geht es denn weiter heute, liebe geistige Welt?
behandle dich selbst so wie jemanden, den du liebst. Ne? Oft behandelt man ja andere Menschen viel besser, wie man sich selbst behandelt. Ne? Diese toxischen Leute, ne? Die behandeln andere Menschen viel schlechter, wie sie sich selbst behandeln. Ne? Behandle du dich gut. Ja. Leben ist das, was einem passiert, wenn man damit beschäftigt ist, andere Pläne zu verfolgen. Aha. Ja, blöder Spruch. Im Namen Gottes. Was ist denn heute am Freitag, den 13. noch wichtig? Nimm dir heute 5 Minuten Zeit, um dich einfach nur auf deine Atmung zu konzentrieren. Atme tief durch die Nase ein, zähle währenddessen im Kopf bis 4, halt die Luft an, zähle bis 6, lass die Luft aus deinem Mund rausströmen und zähle dabei bis 8. Da wirst du erstaunt sein, ja, da kannst du dich entspannen dabei bei dieser Übung. Mhm. Wenn du nicht die Freck hast, ne? Viel zu oft konfrontiert man sich nämlich gedanklich mit To-Do-Listen und Dingen, die man bisher noch nicht geschafft hat, ne? Heute erstellst du dir mal eine persönliche To-Do-Liste. Vergegenwärtige dir, was du in deinem Leben schon alles geschafft hast, und dann sei mal stolz auf dich, ne? Ja? Diese Liste ist auch gar nicht so kurz, ne? Sei stolz auf dich. Ja. Im Namen Gottes, was ist denn heute noch wichtig? Oh, ich habe wieder ganz furchtbar den Husten. Natürlich hast du auch heute wieder Unmengen an Sachen zu erledigen. Einkaufen, waschen, Dingsbums reparieren, vieles mehr. Ne? Aber ruh dich heute mal lieber ein bisschen aus. Ne? Ja, genau. Tipp für den Umgang mit schwierigen Zeitgenossen. Wenn jemand streiten will, isst einfach Kekse. Die schmecken gut und man kann nichts mehr hören. Ne? Gute Idee. Ja? Stopf dir Watte in die Ohren. Wie geht's denn heute weiter am Freitag, den 13. Im Namen Gottes. So, ja, hier passiert etwas, was immer wieder passiert. Ne? Ja, du bist an etwas oder jemanden gebunden in einer Beziehung. Etwas, wo es sich im Kreis dreht, ja, wir haben ja hier den Teufel liegen, ne, das kann auch in der Familie oder auf der Arbeit sein, ne, ja, hier dreht sich etwas immer wieder im Kreis, ne, du bist an eine Person gebunden, wo sich wie ein Drehkreisel nichts nach vorne bewegt, immer läufst du nur im Kreis herum in dieser Beziehung, ne, so, das verursacht keine guten Gefühle bei dir, ne, deine Sehnsüchte, Wünsche und Träume werden nicht erfüllt, ne, ja, du kannst deiner, hör überall auf deine Intuition, ne, der Mond, der steht auch für Ängste, wo du dadurch bekommen hast, ne? Da kommt es aber zu einer positiven Veränderung. Das kann sein, dass hier jemand Neues auf dich zukommt, ne? Eine positive Veränderung kommt auf dich zu, ne? Die kommt auch mit Sicherheit. Du öffnest dich für etwas Neues und das führt in den Erfolg. Im Namen Gottes. Ja, wer will schon beim Teufel hocken, ne? Ja, die vergiftet dich, wie die Spinne da, ne? Fühlt sich tatsächlich an wie eine Vergiftung, ne? Wenn du lange mit toxischen Leuten zu tun hattest, da fängst du irgendwann an zu schwitzen, ne? Ja, schau auf dich, ne? Geh in die Selbstliebe, ne? So, hier werden spontan Hindernisse aus dem Weg geschafft für dich, ne? Die werden spontan weggehackt, Blockaden. Ne, hier legt dir jemand Steine in den Weg und das wird spontan weggehackt. Ne? Ja, weil du in deine Selbstliebe gehst und es könnte eventuell auch die Liebe auf dich zukommen. Ne? Ja, wo du deinen Platz im Leben findest, wo du dich ausbreiten kannst, wo auch gut für deine Gesundheit ist. Ne? In einer toxischen Beziehung wirst du krank, in einer normalen Beziehung wirst du gesund. Ne? Ja, es geht darum, dass du deinen Platz im Leben findest, wo du dich ausbreiten kannst, ne? Dieser Teufel, der fesselt dich ja nur, ne? Oder mehrere Teufel. Im Namen Gottes, was ist denn heute doch wichtig? Ja, wieder haben wir hier die Beziehung. Scheinbar drehen die heute durch, ne? Diese toxischen Leute, mit dem, wo du eventuell in einer Beziehung bist, ne? Ja, es geht darum, dass du
dass du in deine Freiheit gehst. Ne? Du bist an etwas oder jemand gebunden, vertraglich, das kann natürlich auch ein beruflicher Vertrag sein, ne? Aber etwas, wo es sich immer zu im Kreis dreht, ne? Wo du kannst nicht eigenständig sein. Es kann sein, dieser Würfel bedeutet, dass du deinen eigenen Kopf haben sollst, ne? Du sollst in deine Freiheit, da hilft ja auch die geistige Welt dabei, ne? Die zaubert ein bisschen, dass du in ein sicheres Fundament kommst, in dein eigenes Schlösschen, wo du deinen Platz im Leben findest. Etwas, was für sehr lange Zeit halten soll, ne? Ja, es kann auch sein, dass du eine Beziehung findest, wo du in die Freiheit gehst, ne? Oder schon gefunden hast, ne? Dort, wo man nicht frei ist, das ist eine toxische Beziehung. Im Namen Gottes. Aha. Ja, du musst genau hingucken. Das kann sein, dass du mit Geld rechnen musst, dass du Probleme mit Geld hast. Ne? Guck überall genau hin, du musst rechnen. Ne? Ja, das sind viele Wolken da am Horizont. Durch diese toxischen Leute verlierst du ja auch meistens Geld. Ne? Ja? Ja, die arbeiten nicht oder so oder holen dir dein ganzes Geld ab oder sorgen für Armut. Ne? Ja, also da bist du schwer am Rechnen, ne? Wie mit dem Rechenschieber. Ja? Aber die Wolken werden sich verziehen. Am Ende des Regensbogens ist das Glück, weil jetzt das Karma eingreift. Ne? Du wirst ernten, was du säest. Ne? Und diese bösen Leute, die ernten auch, was sie säen. Ne? Die haben einen schlechten Bumerang ausgesendet, der fliegt denen zurück an den Kopf. Ne? Ja, hier geht es um Gerechtigkeit für dich und um gerechte Entscheidungen. Das kann tatsächlich auch eine Gerichtssache sein. Ne? So. Ich noch einmal diese Karten. Was ist denn heute noch wichtig? Ja. Im Namen Gottes. Ein Geschenk kriegst du. Ich glaube, das habe ich hier auch schon irgendwo. Ne? Hier ein Pflaster. Das klebt ja wie ein Pflaster auf die Wunde. Ne? Das bedeutet, dass dich jemand Toxisches verletzt hat. Ne? Ja. Genau. Vielleicht versöhnst du dich auch mit jemandem, du bekommst Hilfe. Jemand, wo großzügig ist, der hilft dir auf jeden Fall. Das wird dich freuen. Hier ist eine Blume drauf. Das Geschenk ist ein, ja, wie ein Pflaster auf deine Wunde. Ne? Ja? Hier kommt es auch zu langsamem Wachstum. Ne? Für die Dinge, die, wo du halt eben machen möchtest. Ne? Du kommst zu reifenden Erkenntnissen, ziehst Bilanz, ne? Wartest ab. Ja, hier ist wieder die Geduldskarte, also wenn ich das nur schon sehe, ne? Manche Leute, die haben ihr Leben lang schon Geduld gehabt und hocken in extrem schlechten Umständen, wissen nicht mehr, wie sie rauskommen sollen, sind vielleicht schwer krank geworden und dann sollen sie noch Geduld aufbringen, ne? Wie kommt die Freiheit? Man fliegt aus dem Körper, ne? Ah, wieder die Gerechtigkeitskarte. Ja, es kommt zur Gerechtigkeit, ne? Es wird gerecht für dich entschieden, dass ein Gleichgewicht geschaffen wird, ne? Hier wird etwas fair und sachlich, ja, und verstandesbetont, wird für dich Gerechtigkeit kommen, ne? Ja, Karma, ne? Gerechtigkeit steht auch für Karma. Du erntest, was du gesät hast, ne? Ja, es geht darum, dass du deinen Platz in der Welt endlich mal findest, ne? Ja, wieder Geselligkeit hast, ne? Dass du dich am Ziel fühlst, ne? Ja, weg vom Teufel und von der Höhle, in der, wo du da hockst, ne? Ja, genau. Im Namen Gottes. Jo, es kommt zu einer Veränderung. Mit dieser Karte höre ich auf. Ich habe ja auch die Störche da oben, die stehen auch für eine Veränderung. Du selbst hast dich auch verändert. Es kommt zu einem Wandel in deiner Situation. Ja, überraschend, ne, wo du auch eine andere Perspektive einnimmst. Hintenrum ist viel grün, das bedeutet, du bekommst auch wieder Hoffnung. Ne? So, jetzt will ich mal noch einmal diese Würfel. Im Namen Gottes. Ist heute doch wichtig. Ja, genau. Oh, zweimal die Frau. Also entweder spielen hier zwei Frauen eine Rolle. Ne? Ja. Oder du sollst doppelt und dreifach auf dich gucken, ne? Ja, auf dich kommt eventuell ein neuer Partner zu, Frau oder Mann, ne? Je nachdem, was du willst, ne? Mit einer Nachricht, jemand kommt auf dich zugeritten, ne? Ja, das kann sein, dass du dich da entscheiden musst, ne? Zwischen Teufel und Lieb, ne? Das fällt einem ja dann leicht, ne? Ja, du kriegst zwei Möglichkeiten für dich zu entscheiden.
um in deine Wunscherfüllung zu gehen. Ne? Brunnen sind in Märchen Portale in eine andere Welt, ne? Also in etwas Schönes. Ne? Meistens in eine andere Märchenwelt. Ne? Ja? Stehen aber auch für die Wunscherfüllung, dass deine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche wahr werden. So, jetzt soll ich noch einmal diese Würfel. Im Namen Gottes. Ja, es geht um deine Heilung. Ne? Ja, genau. Hier bist du mit jemandem, an jemanden oder etwas gebunden, kann sein, verheiratet, vertraglich, Lebensgemeinschaft, ne, Familie, ne, ja, jemanden, der wohl nach außen ein witziges Gesicht zeigt, ne, ja, aber in Wirklichkeit ist nicht gut mit dir beiden, ne. Es kann aber auch sein, dass ein anderer Mensch auf dich zukommt, ne, der wo erkennt, dass du ein wahrer Schatz bist, der wo mit dir eine Beziehung möchte, ne, wo du kannst in die Heilung gehen und in deine Wunscherfüllung. Hier habe ich den Stern. So, jetzt habe ich noch einmal diese Würfel. Im Namen Gottes. Ja, achte auf dich, ne, und studiere deine Feinde genau. Du wirst hier beobachtet, ne. Diese toxischen Leute, die beobachten dich ja auch, ne. Die haben ja alles im Blick, ne. Weil die alles kontrollieren wollen, ne? Also hier guckt jemand nach dir. Es kann aber auch ein, weil wir hier haben, du hast mehrere Verehrer, dass dich hier jemand beobachtet, ne? Der wohl Spaß an dir hat, ne? Ja, auf jeden Fall kriegst du mal Hilfe und Unterstützung. Hier zaubert die geistige Welt, ne? Dass du eventuell, ja, in dein hoffnungsvolles Leben gehst, deine Berufung findest, die große wahre Liebe, wenn du die dir wünschst, ne? Ja. Hier kannst du auch selbst ein bisschen bezaubern, ne? Ja, aber beobachte deine Feinde genau. Außerdem wirst du von jemandem beobachtet. Ja, so mit diesem Würfel höre ich jetzt auch auf, ne? Weil ich schwitze hier wie ein Affe. Ich freue mich wie immer über ein Like, ein Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, da kriegst du die Videos immer angezeigt, ne? Ja, da wünsche ich euch noch einen schönen Freitag des 13., ne? Ja, ein bisschen aufpassen, schadet ja nichts, ne? Jo, und wünsche euch eigentlich, dass heute alles gut geht, ne? Tag der Magie, ne? Früher war ja Magie etwas ganz Selbstverständliches, ne? Und wenn du heute sagst, ne, Magie ist wichtig, ne, da schütteln allen den Kopf, ne? Und halten dich für verrückt. Aber hier werden Kapitel zugeklappt, damit neue Kapitel können anfangen. Du ziehst dich vor toxischen Leuten zurück, ne? Gehst in deinem Tempo schön langsam weiter, ne? Eventuell kommen Leute aus der Seelenfamilie oder der richtige Partner auf dich zu. So, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag.